dann sagt man, dann Koffer drin sein oder andere. Da vorne die, die halbrunden Behälter. Passt dann genau in den Rumpf rein. Der hat dann entsprechend fest gemacht. Ganz so großen Maschinen angelegt, einfach auch mit Rücksicht auf die Nachbarschaft, und auch relativ nah dabei, muss man auch sagen. Guck dir mal die Turbine an. Das Perishable Center, was er eben erwähnt hatte. Mhm. Wir sehen auch mehr Frischfisch. Ja, wie sagt man, umgeschlagen wird, also haben wir da. So, jetzt haben wir die A380 wirklich aus der Nähe. Sie steigen mal mit mir aus. Wir gucken, dass wir keine arbeitenden Menschen aufhalten. Aber wir gehen mal raus, können auch mal. Ja, warum nicht? Das ist doch schön zu fragen. Ja. Vielleicht, dass wir dann im Flug haben. Schick ihn doch mal ein Bild. Das hätte ich nicht. Wisst ihr eigentlich, weil er hat ja gesagt, bei jedem kleinen Handel im Spiel. Es gibt eine Notstromanlage, da läuft dann so ein kleines Geräusch, macht halt der Strom, Notaggregat, weil der sich ganz bewegt. Und der Lärmschuh sagt, ist natürlich, wenn die hier bei uns am Netz kann. Dann geht es hier das Geld angesteckt und dann hat die Wagen dann den Strom. Nein, nur ein Notstrom-Baby, was weiter so. Jetzt ein A380 von der Lufthansa. Wir gehen jetzt einmal kurz hoch in die First- und Business-Klasse. Da sind, glaube ich, auch noch ein paar Economy hinten. Und dann gehen wir hinten wieder runter, einmal durchs Flugzeug und dann wieder raus. Okay. So, magst du vorgehen? Ja. Ja. Vielen Dank. Mit Decke und Kissen. Das ist, wo der Flieger gerade herkam, aber das ist die First Class. Mhm. Ticketpreis ungefähr 15.000 Euro. Ja. Für einen Flug. Hin und für einen und zurück. Ja, ja. Zurück. Also. Wahnsinn. Ja, also, wenn man das Auto verkauft, geht's doch. Badezimmer habt ihr gesehen? Also Badezimmer. Eine andere Toilette als unten. Wir gucken es uns mal an, aber leisten werden wir es uns nie können. Nee. Ne? Sonst kriegen wir mal nicht. Wir können nicht anfassen. Ja. Das ist was Besonderes. Ja, ja. Ich nehme die Business-Klasse, die finde ich ein bisschen schöner. Okay. Das ist dann quasi auch zum Betten. Ja, schon. Wobei es bei 10 Stunden Flug schon was Nettes ist. Ja, das ist normal. Ja. Eieiei. Der Park gibt es hier am Start. Ja. Ehrlich gesagt finde ich die auch schöner. Oh Gott, das ist die unordentlich, die Leute. Sieht immer so ein bisschen aus, finde ich, wie im Kino nach einem langen Vorstellung. Ja, aber noch schlimmer. Weil ja, Mann. Ja, ja. Die Leute da echt. Die können ja mal ihre Kissen hochheben. Also mein Platz wäre so. Ja, genau. Weil wir genau wissen, wer hinterher gekommen ist. Meine Herren. So verändert sich die Zeit, ne? Ja, ja, ja. Ja, da hat man überlegt, was unser Turbine 1 drauf wird, 71.
Na? Da hat mir so ein Flugzeug mit vor Augen gehabt. Das stimmt. Muss man schon ganz klar sehen. Ja. Ja. Eieieiei. Jetzt kommen wir eher zu den Plätzen, wo wir mal fliegen werden. Ne? Ah ja, aber das ist doch auch schön. Wir reichen Normalsterblichen. Ach, das geht aber auch. Das geht auch. Wir. Ja. Ist ordentlicher auch. Ja. Das sagen Sie, wie Sie da gehen vor. Nach dem Flug meine ich. Das kann jetzt. Muss man nicht so viel wegräumen. Ja, ja. Die haben doch nicht so viele, die nach dem Sachen. Wahnsinn, und hier oben ist das ein Fernsehen? Nee, ne? Nee. 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 Hier, das ist einfach nur so ein. Fernseher gibt es, glaube ich, nur vorne, ja, bei der First. Ja, ja, sind immer vorne sitzen. Ja. Aber das geht vom Platz her, das sagen sie immer, es wäre so eng. Das geht eigentlich. Hier, hups da. Halleluja. Ja, aber noch.